wenn Sie mal wieder nasse Füße kriegen, weil der Fluss durch Ihre Haustür kommt, dann bleibt Ihnen bislang eigentlich nur das hier übrig. Sandsäcke stapeln, ganz schön anstrengend. Die Gefahr von Überschwemmungen nimmt zu durch den Klimawandel. Wie also kann man Häuser in Zukunft vor Wassermassen schützen? Diese Frage treibt Architekten weltweit um. Eine Lösung kommt aus London, das sogenannte Amphibienhaus. Ein Haus also, das sich, wie seine tierischen Namensstifter, an Land und im Wasser gleichermaßen wohlfühlt. Der Prototyp wurde am Ufer der Themse erbaut. Das Haus sitzt nämlich in einem Becken und ist von 4 Führungspfosten umgeben. Wenn jetzt der Pegel der Themse mehr als 2 Meter steigt, dann wird das Becken langsam geflutet und von da an hebt das Gebäude mit dem Wasserspiegel ab und wird dabei von den Pfosten in Position gehalten. 2,70 Meter kann das Amphibienhaus in die Höhe wandern. Wenn jetzt der Wasserspiegel wieder sinkt, dann gleitet das Haus sanft in seine Parkposition zurück. So ein Haus zu bauen ist natürlich teuer. Dafür aber kann man es günstiger versichern. Es gibt aber auch eine andere Vision zu diesem Thema. Ein russischer Architekt will im Fall einer Flut gleich bis zu 10.000 Menschen auf einmal aufs Wasser schicken. Und zwar in diesem hypermodernen, ultraschicken Hotel, das er passenderweise die Arche getauft hat. Das Hotel, das bislang nur als Idee existiert, soll sich komplett selbst versorgen können. Ein Unternehmen aus Japan wiederum will gleich eine ganze schwimmende Stadt im Pazifik errichten. Alles natürlich nach höchsten Umweltstandards und ganz luxuriös. Aber genau da liegt das Problem. Meistens sind es ja die Entwicklungsländer und damit die Ärmsten der Armen, die von Hochwassern betroffen sind. Ob jetzt das Amphibienhaus oder das Arche-Hotel oder die schwimmende Stadt, sieht alles irre schick aus und ist alles sehr teuer. Eine Lösung für die Menschen, die es am nötigsten hätten, ist das dann eben leider noch nicht. Finden wir bei Wissen vor 8 Zukunft.